Dritter Durchgang. Sie schrie vielleicht eine Viertelstunde lang. Manchmal legte sie die Hände um den Mund, um ihre Stimme in die Richtung zu lenken, in der sie den Weg vermutete. Meistens jedoch stand sie einfach neben den Pfarren und kreischte. Sie stieß einen letzten so gellend lauten Schrei aus, keine Worte, nur ein schriller Vogelschrei, aus dem Wut und Angst sprachen, dass ihr die Kehle davon wehtat. Dann setzte sie sich neben ihren Rucksack, schlug die Hände vors Gesicht und weinte. Sie schluchzte etwa 5 Minuten lang. Genau ließ sich das unmöglich sagen, denn ihre Uhr lag zu Hause auf ihrem Nachttisch, ein weiterer geschickter Schachzug der großen Trisher. Und als sie aufhörte, fühlte sie sich etwas besser. Wenn nur die Insekten nicht gewesen wären. Die Insekten waren überall, krochen und sirrten und brummten, versuchten ihr Blut zu trinken und ihren Schweiß zu schlürfen. Die Insekten machten sie ganz verrückt. Trisha kam wieder auf die Beine, wedelte mit ihrer Red Sox-Kappe durch die Luft, ermahnte sich, nicht nach ihnen zu schlagen und wusste, dass sie welche erschlagen würde und das schon bald, wenn sie ihr weiter so zusetzten. Sie würde sich nicht mehr anders helfen können. Weitergehen oder bleiben, wo sie war? Sie wusste nicht, was am besten war. Sie war jetzt zu verstört, um noch halbwegs vernünftig denken zu können. Ihre Füße nahmen ihr die Entscheidung ab und Trisha setzte sich wieder in Bewegung, sah sich unterwegs ängstlich um und rieb sich ihre geschwollenen Augen mit einem Arm. Als sie ihren Arm erneut ans Gesicht hob, sah sie ein 30 Mücken darauf sitzen und schlug blindlings zu. Sie erwischte 3. 2 von ihnen waren zum Platzen voll gewesen. Der Anblick ihres eigenen Blutes machte ihr sonst nichts aus, aber dieses Mal bekam sie weiche Knie, sank auf den Nadelteppich unter einer Gruppe alter Kiefern und weinte noch etwas mehr. Sie hatte leichte Kopfschmerzen und auch ihr Magen schien nicht ganz in Ordnung zu sein. »Aber gerade vorhin bin ich noch im Van gewesen«, dachte sie wieder und wieder. »Vorhin bin ich noch im Van gewesen. Auf dem Rücksitz des Vans habe ich zugehört, wie die beiden sich gestritten haben.« Und dann erinnerte sie sich an die zornige Stimme ihres Bruders, die durch den Wald gehallt hatte. »Weiß nicht, warum wir ausbaden müssen, was ihr beiden falsch gemacht habt.« Ihr fiel ein, dies könnten die letzten Worte gewesen sein, die sie je von Pete hören würde. Und dieser Gedanke ließ ihr wirklich einen kalten Schauder über den Rücken laufen, wie der Anblick von irgendetwas Monströsen im Schatten der Bäume. Diesmal versiegten ihre Tränen rascher und sie hatte auch nicht so heftig geweint. Als sie auf die Beine kam, wobei sie mit der Mütze um ihren Kopf wedelte, fast ohne es zu merken, hatte sie sich wieder halbwegs gefasst. Inzwischen würden sie bestimmt gemerkt haben, dass sie verschwunden war. Moms erster Gedanke würde sein, Trisha sei wegen ihrer Streitereien sauer gewesen und zum Wagen zurückgegangen. Sie würden nach ihr rufen, dann zurückgehen und die Leute, denen sie auf dem Wanderweg begegneten, fragen, ob sie ein Mädchen mit einer Red Sox-Kappe gesehen hätten. »Sie ist 9, aber groß für ihr Alter und wirkt älter«, konnte Trisha ihre Mom sagen hören. Und wenn sie den Parkplatz erreichten und sahen, dass sie nicht beim Auto war, würden sie anfangen, sich ernstlich Sorgen zu machen. Mom würde in 1000 Ängsten schweben. Der Gedanke an ihre Besorgnis ließ Trisha sich schuldig fühlen, machte sie aber auch ängstlich. Es würde ziemlich viel Wirbel geben, vielleicht sogar ganz großen, an dem die Wildhüter und der Forest Service beteiligt waren. Das war alles ihre Schuld. Sie hatte den Weg verlassen. Das überzog ihre bereits verstörten Gedanken mit einer neuen Schicht aus Furcht und Trisha begann schneller zu gehen, weil sie hoffte, den Hauptweg wieder zu erreichen, bevor all diese Telefongespräche geführt werden konnten, bevor sie sich in etwas verwandeln konnte, das ihre Mutter als öffentliches Schauspiel bezeichnete. Sie marschierte weiter, ohne wie zuvor sorgfältig darauf zu achten, dass sie sich in einer geraden Linie bewegte, drehte mehr und mehr nach Westen ab, ohne es zu merken, bog vom Appalachian Trail den meisten seiner Nebenpfade und Wanderwege ab, bog in eine Richtung ab, in der es praktisch nur noch Wälder der zweiten Generation voll dichtem Unterholz, felsigen Schluchten und immer schwierigerem Gelände gab. Unterwegs rief und horchte, horchte und rief sie abwechselnd. Sie wäre entsetzt gewesen, hätte sie gewusst, dass ihre Mutter und ihr Bruder sich weiter erbittert stritten und immer noch keine Ahnung davon hatten, dass Trisha verschwunden war. Sie ging schneller und schneller, wedelte vor ihrem Gesicht tanzende Gnitzenschwärme beiseite und machte sich nicht mehr die Mühe, kleine Buschgruppen zu umgehen, sondern pflügte einfach mitten durch sie hindurch. Sie rief und horchte, aber tatsächlich horchte sie nicht, nicht ernstlich. Nicht mehr. Sie spürte die Mücken nicht, die in ihrem Nacken dicht unterhalb des Harnsatzes wie Säufer in der Happy Hour zusammengedrängt saßen und sich volllaufen ließen. Sie spürte auch die winzigen Stechfliegen nicht, die zappelnd in den klebrigen Spuren noch nicht ganz getrockneter Tränen auf ihrem Gesicht festsaßen.
Dass sie in Panik verfiel, geschah nicht so plötzlich wie zuvor, als sie die Schlange berührt hatte, sondern auf unheimlich schleichende Weise. Es war ein Rückzug aus der Welt, ein Ignorieren von Sinneseindrücken. Sie ging schneller, ohne aufzupassen, wohin sie trat, rief um Hilfe, ohne ihre eigene Stimme zu hören, horchte mit Ohren, die vielleicht nicht einmal einen Antwortruf gehört hätten, der hinter dem nächsten Baum hervorgekommen wäre. Und als sie zu rennen begann, tat sie das, ohne es wahrzunehmen. »Ich muss Ruhe bewahren«, dachte sie, als ihre Füße das anfängliche Jogging-Tempo überschritten. »Gerade vorhin bin ich noch im Van gewesen«, dachte sie, als ihr Rennen sich in einen Spurt verwandelte. »Ich weiß nicht, warum wir ausbaden müssen, was ihr beiden falsch gemacht habt«, dachte sie, während sie mit knapper Not einem hervorstehenden Ast auswich, der auf eines ihrer Augen zu zielen schien. Stattdessen schrammte er über ihre linke Gesichtshälfte und hinterließ eine dünne Blutspur auf ihrer linken Wange. Die Brise, die sie beim Laufen im Gesicht spürte, während sie mit einem prasselnden Geräusch, das aus weiter Ferne zu kommen schien, durch ein Dickicht brach, ohne die Dornen wahrzunehmen, die sich in ihrer Jeans festhakten und flache Kratzer in ihre Arme rissen, war kühl und seltsam erregend. Sie spurtete einen Hang hinauf, rannte jetzt mit voller Geschwindigkeit, so dass ihre Mütze verrutschte und ihr Haar hinter ihr herwehte. Das Gummiband, das ihren Pferdeschwanz zusammengehalten hatte, hatte sie längst verloren, sprang über kleine Bäume, die irgendein lange zurückliegender Sturm gefällt hatte, erreichte den Hügelgrat und sah plötzlich vor ihr ausgebreitet ein langgestrecktes blau-graues Tal liegen, auf dessen gegenüberliegender Seite viele Meilen von ihr entfernt steile Granitwände aufragten. Und direkt vor ihr war nichts als ein grauer Schimmer aus Frühsommerluft, durch die sie sich wieder und wieder überschlagen und nach ihrer Mutter schreiend in den Tod stürzen würde. Ihr Verstand setzte wieder aus, war durch jenes weiß glühende Röhren blanken Entsetzens gelähmt, aber ihr Körper erkannte, dass ein rechtzeitiges Anhalten vor dem Sturz über den Rand des Abgrunds unmöglich war. Sie konnte nur hoffen, dass ihr eine Richtungsänderung gelingen würde, bevor es zu spät war. Trisha schlug einen Haken nach links, bei dem sie mit dem rechten Fuß kurz ins Leere trat. Sie konnte hören, wie die von diesem Fuß losgetretenen Kiesel in einem kleinen Strom über die Wand aus Urgestein hinunterprasselten. Trisha hetzte das schmale Band entlang, auf dem der mit Nadeln bedeckte Waldboden in den kahlen Fels überging, der den oberen Rand der Steilwand markierte. Sie rannte weiter, während ihr auf eine wirre und verstörende Weise bewusst war, was ihr beinahe zugestoßen wäre, und sie erinnerte sich außerdem vage an einen Science-Fiction-Film, in dem der Held einen rasenden Dinosaurier zu einer Steilwand gelockt hatte, über die das heranschnaubende Ungeheuer in den Tod gestürzt war. Vor ihr war eine Esche so umgeknickt, dass die letzten 5 bis 6 Meter ihres Wipfels wie ein Schiffsbug über den Abgrund hinausragten. Trisha griff mit beiden Händen nach ihr und umarmte sie, drückte ihr zerkratzte, blutige Wange an den glatten Stamm, während jeder Atemzug mit jammerndem Stöhnen in sie hineinpfiff und mit angstvollem Schluchzen wieder ausgestoßen wurde. So blieb sie lange stehen, am ganzen Leib zitternd und den Baum umarmend. Schließlich öffnete sie ihre Augen. Ihr Kopf war nach rechts gedreht und sie blickte in die Tiefe, bevor sie sich abwenden konnte. An dieser Stelle fiel die Steilwand nur etwa 15 Meter tief ab und ging dann einen eiszeitlichen Schotterkegel über, aus dem kleine Klumpen hellgrüner Büsche sprossen. Dort lag auch ein wild aufgetürmter Haufen verfaulender Bäume und Äste, abgestorbenes Holz, das irgendein lange zurückliegender Sturm über die Felskante geblasen hatte. Vor Trishas innerem Auge stand ein Bild, das in seiner grellen Klarheit entsetzlich war. Sie sah sich kreischend und im Fallen mit den Armen wedelnd auf diesen wirren Haufen aus Mikado-Stäbchen stürzen. Sie sah, wie ein abgestorbener Ast ihren Unterkiefer durchbohrte, zwischen ihren Zähnen nach oben stieß, ihre Zunge einem roten Merkzettel gleich an ihren Gaumen heftete und zuletzt wie ein Speer in ihr Gehirn drang und sie tötete. »Nein!« schrie sie von diesem Fantasiebild angewidert und zugleich entsetzt über seine Plausibilität. Sie atmete tief durch. »Mir fehlt nichts«, sagte sie leise und schnell. Die Kratzer von Dornenranken an ihren Armen und in ihrem Nacken pochten und brannten von ihrem Schweiß. Diese kleinen Verletzungen nahmen sie erst jetzt wahr. »Ich bin okay, mir fehlt nichts. Yeah, Baby!« Sie ließ die Esche los, schwankte im Stehen und umklammerte sie erneut, als sie wieder von Panik erfasst wurde. Ein irrationaler Teil ihres Ichs rechnete tatsächlich damit, den Boden unter ihren Füßen werde kippen und sie über die Felskante schleudern. »Ich bin okay«, sagte sie noch immer leise und schnell. Sie leckte sich die Oberlippe und schmeckte feuchtes Salz. »Ich bin okay, ich bin okay.«
Das wiederholte sie wieder und wieder, aber trotzdem dauerte es noch 3 Minuten, bis sie ihre Arme dazu überreden konnte, den von ihnen verzweifelt umklammerten Eschenstamm wieder loszulassen. Als ihr das endlich gelang, trat Trisha zurück, weg vom Abgrund. Sie rückte ihre Kappe zurecht und drehte sie dabei unbewusst um, sodass der Schirm nach hinten zeigte, und blickte über das Tal hinaus. Sie sah den Himmel, an dem jetzt tiefe Regenwolken hingen, und sie sah etwa 6 Billionen Bäume. Aber sie sah kein Anzeichen menschlichen Lebens, nicht einmal den Rauch eines einzigen Lagerfeuers. »Trotzdem fehlt mir nichts. Ich bin okay.« Sie trat einen weiteren Schritt vom Abgrund zurück und stieß einen kleinen Schrei aus, als etwas »Schlangen, Schlangen«, die Kniekehlen ihrer Jeans streifte. Natürlich waren das nur Büsche. Weitere Scheinbeerensträucher, die Wälder waren voll von ihnen. Wirk, wirk. Und die Insekten hatten sie wiedergefunden. Sie waren dabei, erneut eine Wolke zu bilden. Hunderte von winzigen schwarzen Punkten, die vor ihren Augen tanzten, nur dass die Punkte diesmal größer waren, wie schwarze Rosenknospen aufzubrechen schienen. Trisha hatte gerade noch Zeit, sich zu sagen, »Ich werde ohnmächtig, so verliert man das Bewusstsein.« Dann fiel sie rückwärts in die Sträucher und verdrehte die Augen, bis das Weiße sichtbar wurde, während die Insekten als schimmernde Wolke über ihrem schmalen, blassen Gesicht hingen. Wenige Augenblicke später setzten die ersten Stechmücken sich auf ihre Lider und hielten Ernte.